Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Deliver Us Moon. Ich habe den Vorgänger gespielt, beziehungsweise ich habe nicht gespielt, ich habe mein Let's Play davon angeschaut. Und die Story war ziemlich geil und dachte ich, jetzt schauen wir uns auch mal Deliver Us Moon an. Und das wird soweit eigentlich gefeiert, so vom Gameplay. Es ist ein eher ein bisschen ruhigeres Spiel. Story soll sehr gut sein. Das Einzige, was nicht so gut sein soll, das sind die Charaktere an sich. Vor allem die Gesichtsanimationen. Und ja, das werden wir gleich am Anfang sehen. Denn das kann ich zum Teil bestätigen, die sind jetzt nicht so pralle. Aber damit kann ich leben. Ich würde sagen, wir fangen an. Und wenn hier im Spiel was erzählt wird, dann halte ich meine Klappe. Und ja, los geht's. Neues Spiel. Prolog. Zu Hause ist... Cathy. Hallo, Erde an Cathy. Hallo, du Erforscherin. Hey. Kleine, schau. Ich habe für mein Mädchen einen neuen besorgt. Yay! Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davor. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Ich bin fast soweit, Cathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Übertreib mal nicht, Schatz. Schule und Arbeit hören nicht auf. Geh's mal langsam an. Ich weiß, aber ich habe die Zeit vergessen und der Lernstoff ist so faszinierend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Versprochen? Ja. Ja, und das wäre dann quasi das Intro. Und da hat man schon gesehen, also die Gesichter sind gewöhnungsbedürftig. Aber, wie gesagt, über das schaue ich drüber. Ja, also ich glaube, heißt es nicht ESA anstatt WSA? Naja, Details. Ja, ich glaube, wir haben es ein bisschen mit dem Weltall. Was? Starbeast? Und wir stehen auf Bären. Ah, okay. Was ist das? Was? Moonman Bundle Volume 1. Ausgabe 1, weite Reise. Ausgabe 2, erster Kontakt. Outer Conrad Bundle, irgendwas. Okay. Okay. Reden Abschussstation da aus Pabbe. Oh, was ist das? Ach, das ist die Kugel vom Startmenü, aber halt hier als Kinderedition. Okay. Was ist denn? Geil. Cool gemacht. Gefällt mir. Schöne Gegend. Und jedes Zimmer unserer Schwester. Connection Moon. Was? Connecting Moon with Man. Okay. Warum so viele Anspielungen? Ich will mich umziehen. Ich komme gleich runter. Woher weißt du, dass ich überhaupt hier drin bin? Was haben wir hier? Tablet.at. Claire Jason, Future High School, Abgabe steht bevor, stellt ein Dokument, das Jolly-Problem, eine Erklärung, heute schon fertig. Okay. Naja, gehen wir mal runter. Weil hier jetzt auch noch ein Raum. Oh, nice. Elternschlafzimmer. Hat natürlich den geilsten Ausblick hier. Mega.
mega nice. Ja, das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen als Wohnung. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Schönes Haus gefunden, gleich um die Ecke vom Campus. Wir sollten einen Gratisumzug für die Treue bekommen. Ach, Lizzie, noch so eine Saison und die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten? Von was für ein Problem sprecht ihr da gerade? Wenigstens einmal eine Assistenzzeit zu Ende bringen. So. Ich will F. Beschützen. Oh, cool. Lustig. Die Kinder haben einen Vater, der zum Mond pendelt. Schutz bedeutet etwas anderes für sie. Also ich würde das schon ziemlich cool finden, wenn mein Dad die ganze Zeit zum Mond pendelt. Etwas Normalität geben. Okay? Mamas und Papas dürfen sowas machen. Tut mir aufrichtig leid. Eilmeldung. Wir sind live an der Südgrenze von Colorado in den Vereinigten Staaten, wo zwischen den Flüchtlingen und dem Grenzschutz ein Kampf ausgebrochen ist. Präsident Van Santen verurteilt die Gewalt und kommentiert... Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Warum darf ich mir das nicht anschauen? Das wäre gerade spannend gewesen. Naja. Okay, gehen wir, Kathy. Ja, ich komme ja gleich. Spektakulärer Hechtsprung, Schatz. Oh, Harry Potter Räumchen. Bestimmt keine Anspielung. Ich hab mir was gezerrt. Schöne Küche. Und wer kommt mit zum Schnorcheln? Ja, warum auch nicht? Pass bitte auf sie auf. Es treiben immer noch viele Trümmer herum. Ich weiß, Dad. Keine Sorge. Na komm. Trümmer von was? Schatz, du nimmst doch nicht etwa Mondbär? Okay, Dad. Hab dich lieb. Und jetzt ins Wasser mit dir, bevor Dad dich erwischt. Na komm. Ich hoffe, die Gesichter werden hier noch besser. Schach. Naja. Kann ich hier ein bisschen umschauen? Geht das? Ja, da ist natürlich ein Zaun. Oh, da hat jemand Geld. Alles klar. Komm schon, Kathy. Ab ins Wasser. Ja, ich komme ja gleich. Das ist ein schönes Detail da mit der Rakete. Kathy, was habe ich gesagt? Aber Mondbär will auch schnorcheln. Gib mir den Bären, du kleine Chaotin. Nein. Ich schwöre, das Freche hast du von deiner Mutter, nicht von mir. Ja. Okay, ich kann es ihm nicht mal geben. Alles klar. Bisschen statisch. Ja dann. Einmal ab ins Wasser. Ah, sieht geil aus. Also von den Einstellungen. Ja, gleich. Also ist natürlich alles auf maximal eingestellt. Mehr geht nicht. Einfach rein. Und zum Schnorcheln brauche ich K-Brille und sowas. Oh ja, wird schon passen. Jetzt. Ach man, wir dürfen gar nicht mal lang schnorcheln. Das ist ja die Frechheit. Mondbär? Okay. Kannst du mich hören? Dad? Ist ja gut. Ich werde dich jetzt nach Hause holen, okay? Wird das jetzt so eine Lebensphase, bis wir erwachsen werden? Ist ja gut, bin da, Kleiner. Alles okay. Ayla? 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 ASI Einheit 7633-R. Eigentumstransferautorisation 170544. Isaac Johansson. Sag deinen Namen. Kathy Johansson. Egal was passiert, bleib immer dicht bei Ayla. Lass sie nie außer Sicht kommen, okay? Schon okay. Ich hab dich, ich hab dich. Hör zu, Mondbär. Wir müssen jetzt leise sein, okay? Nein. Jetzt hör mir gut zu. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg. Was genau ist das Problem? Und was war das für ein Gerät, in dem er da äußere Mondbasis? 2060. Kannst du gehen? Wo ist Mondbär? Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Schatz. Hallo, ich bin Mondbär. Kollege. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Mach schnell. Okay. Das ist ein Helium-Tanks. Sieht man da irgendwas Spannendes? Naja, außer die Mondbasis, in der wir vermutlich sind. Da hinten ist er ja. Gehen wir mal hier rein. Hab ihn. Gut, jetzt komm her. Ich brauche deine Hilfe, Mondbär. Okay, was soll ich hier machen? Da ist ein Schalter am anderen Ende des Raumes. Wenn er angeht, musst du draufdrücken, okay? Okay. Ja, machen wir mal. Jetzt, Mondbär. Gut so. Okay, Zeit zu gehen. Und wann sagst du uns, was hier eigentlich los ist?
Bleib unten, Schatz. Sie dürfen dich nicht sehen. Machen wir irgendwas Illegales? Oder machen Sie irgendwas Illegales? Okay, hör genau zu, Schatz. Im Raum am anderen Ende dieses Lüftungsschachtes ist Ace. Rosas Ace? Ja, wir müssen ihn unbedingt holen und zu ihr zurückbringen. Ace hat mich am liebsten. Nach Rosa. Stimmt, genau. Deswegen musst du jetzt da hochklettern und ihn zu dir rufen. Leise. Okay. Oha, Star Wars lässt grüßen. Okay, dann machen wir das mal. Also, wollen Sie die Erde aufgeben? Sagen wir dem Team, dass wir ein ASI des Rates haben. Wir brauchen mehr von diesen Hologrammen. Ace! Ace, ich bin's. Hi. Komm mit. Okay, das war ja einfach. Alles klar. Also, wir werden irgendwie zurückgelassen, so wie es aussieht, und wir wollen jetzt doch irgendwie weg. Ist das der Plot? Und du springst echt komisch nach unten. Aber gut, ist was ist. So geile Gesichter wie ein Plague Tale dürfen wir uns hier nicht erwarten. Was machst du da? ASI-Einheit Nummer 67354-N. Starte Übergabeprotokoll. Lunarrad-Überbrückung. Isaac Johansson. Code 170544. Death. Ace mag das nicht. Ist schon gut. Er weiß nicht, dass wir ihn zu Rosa zurückbringen. Isaac Johansson. Wir müssen uns beeilen, Mondbär. Sie suchen bestimmt nach uns. Aua. Meine Beine tun weh. Komm, ich trage dich. Okay. Kann ich mich umdrehen? Ja. Was ist hier los? Claire? Kathy? Oh. Claire! Kathy! Dad! Das war Claire! Hey! Warum bleibst du davon? Wenn Claire uns erwischt, kann sie nicht weit von dir weg. Sag mal, ist das Kind illegal hier oder was geht hier eigentlich ab? Wo gehen wir hin? Ich habe jetzt ganz dezent Dead Space Feeling. Gott sei Dank wissen wir, dass das hier kein Horrorspiel ist. Also ich glaube zumindest, dass hier keine Horror-Elemente sind. Ja, es funktioniert. Moment, warum öffnet sich Vitas Tür nicht? Komm schon, komm schon! Okay, und genau bis hierhin habe ich gespielt. Weiter habe ich noch nicht gespielt. Gibt es hier irgendwas Spannendes zum Anschauen? Nö, erstmal nicht. Was ist das? Okay. Ich kann mir halt einfach sinnlos Sachen angucken. Ich muss diese Tür aufkriegen. Schnell, mir nach. Das sieht schon geil aus. Aber wir werden doch jetzt nicht dieses ganze Schiff nur für uns zwei nutzen, oder? Schnell zur Tür, Mondbär. Okay. Ich bin fast durch. Komm schon. Oh no. Ich komme, Mondbär. Claire, halt! Was ist denn mit dir? Lauf doch einfach los! Ah! Nein! Lass mich los! Achtung! Startsequenz eingeleitet. Abschussbereich Räumen. Thank you.
eingeleitet. Abschussbereich Räumen. Dad! Zurück zum Kontrollraum! Tut mir leid. Alles klar. Geiler Antrieb, aber die Aktion habe ich jetzt trotzdem nicht ganz verstanden. Ich hoffe, das wird noch irgendwie erklärt. Deliver us Mars. Der Auftakt. Schon cool bis jetzt. Ich hoffe, das geht das ganze Spiel entsprechend weiter so. Mondbär. Eine Übertragung von einem anderen Planeten stellt Kefis Welt auf den Kopf. Der vermutliche Vater, der sich nach Jahren meldet jetzt. Die Errungenschaft. Kannst aber nicht ganz lesen. Heatman-Brüder, das sagt mir jetzt auch gar nichts. Aber so wie es aussieht, sind wir jetzt wieder auf der Erde wie bei Deliver Us the Moon. Ich würde diese Schüssel ja ein bisschen anders hinstellen, gerade wenn es regnet. Oh, vielleicht habe ich es genau deswegen hingestellt. Ja, unser Kollege mal wieder. Unser digitales Haustier. Oh, wir sind jugendlich. Und wir haben den fancy Laser. Was meinst du, Ayla? Meinst du, es hält noch eine Weile lang das Relikt? Ja, ich auch nicht. Bist du fertig? Du hättest doch schon längst fertig sein sollen. Ist dir der Hintern vor lauter Rumsitzen wund? Du kannst gern raufkommen und mir helfen. Hm? Nee, passt schon. Außerdem wäre ich keine große Hilfe. Lol. Stimmt. Wärst du nicht. MPT-Systeme sind nur was für Nerds. Schon klar, Kumpel. Sei ehrlich, du fühlst dich von mir und meinem Superhirn bedroht. Du und dein Superhirn brauchen trotzdem einen Dienstälteren wie mich, um an einer MPT-Schüssel zu werkeln. Schon vergessen? Hast du etwa zugegeben, dass du alt bist? Jedenfalls, bin fast fertig. Muss nur was von den Platten abschneiden, die den Hohlleiter blockieren. Sagst du der Zentrale, dass die Schüssel soweit ist? Hab ich schon. Denk dran, die Streampunkte mit den Empfängern zu verbinden. Mhm, mach ich. Ziele. Mal kurz die gucken. Räume das Hindernis aus dem Weg. Welches Hindernis? Ach, eh da unten. Ja, okay. Dann gehen wir mal da runter. Okay. Und es ist nicht gefährlich, dass wir jetzt hier unten stehen und das Ding läuft. Cool.
mich schon mal ein Reiz, in echt in sowas reinzulaufen. Wo ist das Hindernis? Noch weiter unten? Ja, sieht so aus. Ach, da unten. Okay. Wobei, ich glaube, ich hätte gleich Probleme mit den Leitern hier. Ich habe ganz kleine Höhenangst. Schneiden. Ach, ich kann es selber schneiden? Cool. Kann ich einfach freihand schneiden? Geht das auch? Nee, es geht nur an den Stellen, wo sie es vorgeben. Ach, schade. Gut, jetzt noch die Streampunkte verbinden und fertig. Und das mache ich wo? Streampunkte verbinden. T. Irgendwo da unten. Oh, da ist der nächste Laser. Okay. Man sollte das Teil vielleicht warten. Ja, noch weiter unten. Okay, hier geht's schon mal nicht nach unten. Andere Seite vielleicht? Hä? Wo geht's denn hier weiter nach unten? Ach, da. Okay. Komme ich da rein? Nee, natürlich nicht. Nur noch die Streampunkte verbinden, dann bin ich da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Fancy. Oh, schon wieder schneiden. Mit was muss ich denn das verbinden? Muss ich da vielleicht die Fenster aufmachen? Moment. Ach ja, okay. Naja, dachte ich mir. So, und jetzt zu dieser Schüssel, denke ich mal. Hä? Ist es nicht das? Oder ist das weiter rechts hier? Wie kamen die Leute vor Stream klar? Da muss ja das ganze Wohnzimmer ein einziger Kabelsalat gewesen sein. Genau so war's. Gute Zeiten. Okay, jetzt noch den Empfangspunkt zum Verbinden finden. Zum Verbinden von was? Also hier ist noch etwas. Auch noch ein Laser. Und da ist alles voller Müll. Das und das muss irgendwie verbunden werden. Was ist, wenn ich dich da so verbinde? Und du auf den anderen gehst? War's das jetzt? Oh, wird schon passen, denke ich mal. Tor ist offen. Ah, da bist du. Moin. Wer bist du? Das ist die dritte Anlage, die ich mit Stream verbinden musste. Diese Schüsseln sollten nicht mit Notstrom laufen. Genauso wenig wie alles andere hier. Diese kleineren Cascrane-Antennen halten keinen Thermoschock mehr aus. Zumindest solange dauerhaft Strom durch sie fließt. Dir ist schon klar, dass du nur Kauderwelsch redest? Komm, sogar du weißt, was ein Zyklotronwellengleichrichter ist. Also, jetzt denkst du dir was aus. Steige ein. Der Ton ist ab und zu ein bisschen komisch. Ja, hallo? Interagieren?
mich halt vorne hingesetzt, aber ist okay. Und das ist jetzt quasi die moderne Art der Datenübertragung mit dem Laser. Irgendwie so. Aber nachher trinken wir einen? Claire hat mich fast erwürgt, weil ich dir Bier gegeben habe. Memme. Hör mal, deine Schwester ist vielleicht nicht groß, aber wenn es um dich geht, würde sie einen Löwen mit bloßen Händen töten. Also, ist das jetzt ein Ja? Hallo? Warte. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich muss sofort zu Maria. Geht offenbar um ein streng vertrauliches Notfallmeeting. Maria? Oh, dann geht es wohl um was Ernstes. Darf ich mitkommen? Hä? Nein. Du musst mich nur an den Sicherheitsleuten vorbeischmuggeln und wenn ich dann... Nein. Gut. Das gut kenne ich. Claire? Gehst du zu dem Meeting bei Maria? Eingeladen bist. Ja. Bitte, Claire, schleus mich irgendwie rein. Ich will doch nur... Naja. Ich muss los. Vielleicht kriegst du ja Ryan rum, wenn du ihn genug nervst. Ich erfahr schon noch, worum es ging. Schon gut. Okay, sehr schräg. Ja, also so ganz rund ist es nicht, das Spiel. Aber ich glaube, das ist sicherlich auch eine Budgetfrage. Aber das sind einfach nur, das sind jetzt so Kleinigkeiten, da kann ich nur über das hinwegschauen. Okay, das waren wohl mal Slums hier. Es ist wieder unruhig zur Zeit. Wirklich? Es sind Slums. Was ist mit deinem diplomatischen Fingerspitzengefühl? Hat nicht funktioniert. Also allein schon fürs Ausschmücken hier, ne? Hat man halt ein bisschen gespart. Okay, das ist Space Station Headquarter hier. Also gut, steig hier aus. Wirklich? Wirklich. Lass die Erwachsenen erstmal ihr Geheimmeeting abhalten. Hey! Das war echt nicht nötig. Ich möchte nur nicht, dass du Dummheiten anstellst, um doch noch reinzukommen. Niemals. Denk nicht mal dran. Ja, ja. Wärst du jetzt da rein oder nicht? Mir da irgendwas machen? Nö. Ja, es wirkt ja, also, wirkt irgendwie so ein Spiel aus den 2003ern, 4ern, jetzt gerade so okay. Der Bereich hier. Okay, einen anderen Weg in Marias Büro. Das nennt man Lügen, Ayla. Auf geht's. Oh, das sieht cool aus. Soll ich da mit jedem sprechen? Oder steht sie einfach nur so rum? Du schaust komisch aus, ganz ehrlich. Schleuse. Okay. VSR. Scannen? Was scannen? Der WSA-Globus. Fast schon ironisch, dass er golden angemalt wurde, wo dieser Planet doch immer mehr einer Wüste gleicht. Ich kann nichts daran ändern. Die Generationen vor unserer haben einfach alles für selbstverständlich gehalten. Okay. Klimakrise. Incoming. Oh, ich kann hier rein. Du hast nichts zu sagen? Okay. Was haben wir hier? Ja, von hier kommen wir bis zu Maria. Lass uns auch etwas umsehen. Ich war ewig nicht hier. Du machst komische Geräusche. Und wohl auch sonst niemand. 2041 hat hier Luna MPT-Schüssel dabei geholfen, die Energiekrise abzuwenden, indem sie gewaltige Energiemengen erzeugt hat. Nach dem großen Blackout 2054 und der Initiierung von Mission Fortuna ist Rolf Robertson zur Mondbasis geflogen, um den MPT neu zu starten und ist dabei ums Leben gekommen. Die WSA gibt wirklich ihr Bestes, um den Energiebedarf unserer Welt zu decken. Bestimmt können wir irgendwann der ganzen Bevölkerung helfen. Okay, was haben wir hier? Die Mikrowellenenergietechnologie ist eine revolutionäre Form der Energieabsorption und Verteilung. Der Luna-MPT half mit den 42 MPT-Empfängern auf der Erde dabei, die zunehmende Energiekrise der 2030er abzuwenden. MPTs. Mein Ding. Ich wurde immer interessierter daran, als Dad daran gearbeitet hat.
Sie hat den Planeten damit wirklich gerettet. Ja, aber jetzt ist er wohl wieder vor dem Abgrund. Star Wars lässt grüßen. was haben wir hier? Einmal drücken. Nach dem Erfolg von Mission Fortuna leitete Claire Johansson Mission Vestia, um Arbeitskräfte zum Lunar MPT zu bringen und Rolfs Leichnam zu bergen. Claire und ihr Team entdeckten die schwer verletzte Software-Ingenieurin Sarah Baker im Kryoschlaf. Isaac Johansson, eines der drei Mitglieder des Lunar-Rats und einer der Urheber von Outworld, nahm die letzte Arche und floh. Da habe ich der zum letzten Mal gesehen. Hm. Schon gut. Nur wenn ich daran erinnert werde, dann... Schon gut. Okay, was haben wir hier? Gottes zum Museum. Okay. Was der Lunarat? Isaac Johansson, William MacArthur und Rose Lavert. Drück mal meinen Button. Was gibt's jetzt so? Einige Zeit vor dem großen Blackout hatten die Mitglieder des Lunarats Projekt Outworld konzipiert, das vorsah, fast alle Bewohner der Mondbasis mit drei großen Raumschiffen, drei Archen, zu evakuieren. Der Verbleib der verräterischen Ratsmitglieder und der restlichen Crew der Mondbasis bleibt unbekannt. Mein Dad hat die Archen größtenteils selbst konzipiert. Genau wie fast alles bei der WSA. Sie sollten ein Fluchtplan für die Kolonie sein, falls etwas schief lief. Ayla, probier doch mal, ob wir die Tür da aufkriegen. Ist das gesund, was du da machst? War ein Versuch wert. Oh, hi, Mark. Okay. Keine weiteren Fragen? Siehst gut aus, Claire. Die sollten sie ersetzen. Ach, so sehe ich doch nicht mehr aus. Ein Witz, oder? Du siehst echt gut aus. Stets bemüht. Du, bloß bemüht. Ja, klar. Ich meinte... Danke. Du. Sie ist richtig. Komm mit, Alex. Möchtest du auch zu Marias Büro? Warum? Oh, weil ich auch dahin will. Also... Ich habe mir auf dem Weg ein paar Ausstellungsstücke zur Mission Fortuna angesehen. Oh, gut. Wie lange warst du eigentlich auf dem Mond stationiert? Ich war auf der Raumstation. Meistens. Ach so. Deshalb habe ich dich nie an der Oberfläche gesehen. Ich dich aber. Oh, wirklich? Bei Softwareverbesserungen für Rosas ASI. Oh ja, Ace. Nein, ASI. Ja. Nein, ich meine... Ace kommt von mir. Ich wusste nicht, dass ASI eine Abkürzung ist, also bin ich bei dem Namen geblieben und Rosa nutzt ihn jetzt auch. Der Name ist wohl recht verwirrend. Finde ich jetzt nicht, aber okay. Ah. Ey, was ist mit unseren Kollegen? Ciao, Kollege. Deine heißt Alex, oder? Ah, jetzt ist wieder da. Okay, alles klar. Wolltest du hin? Warte, warte, du hast noch gar nicht geantwortet. Worauf? Wie lange du auf dem Mond warst? Auch die Jahre mit unfreiwilligem Kryoschlaf? Oh, ich wollte dich nicht. Ich müsste jetzt wirklich zu dem Meeting, Cathy. Ich wollte mich nur entschuldigen für das, was mit meinem Dad war. Er wollte das nicht tun, das weiß ich. Deshalb wollte er dich auch retten auf dem Mond. Mich retten? Dein Dad war nicht... Cathy, ich will jetzt
nicht respektlos sein, aber was dein Dad und der Luna-Rat taten, sie ließen uns dort im Stich. Sie haben unglaubliche Untaten gegen die Menschheit und unseren Planeten begangen. Dafür müsste man sie zur Rechenschaft ziehen. Störe ich die Damen? Nein. Nein? Bei all dem Nachholbedarf an Präzedenzfällen überrascht es mich nicht, dich hier zu sehen. Wenn ich es bis hierher geschafft habe, könntest du mich Maria meldet sich ja per Video, Nein. Also kannst du... Okay, ihr habt das wohl einstudiert. Du hast es erfasst. Nicht hier. Ich bin eben ein Rebell. Auf geht's. 6 Jahre. Was? Auf dem Mond. 6 Jahre waren's. Ich wollte deine Frage von vorher beantworten. Klar. Danke. Ja, war ja klar. So, was ist Option B? Was ist da hinten Interessantes? Okay. Ah ja, ich sehe schon. Na? So, geh doch. Also ich glaube, würde das Ohr da irgendwann das Fenster halten, würdest du schon irgendwie was hören. Schneiden! Was genau ist das hier? Okay, der fährt schon mal von links nach rechts. Der fährt hoch runter. Was genau blinkt mir das? Wo muss ich über... Ah, muss ich vielleicht hier hin? Und da irgendwie rüber? Okay, der Gerät fährt bitte wieder mal nach links. Und jetzt vermutlich einfach schnell sein. Okay. Und jetzt da rüberspringen auf das Teil hier? Okay, das hat schon mal funktioniert. Ah. Okay, das ist ja cool. Wir brauchen Freisicht auf Ihr Gespräch, Ella. Eins weiter noch. Absolut sicher? DSC hat das dreimal geprüft. Das Signal kam von einem WSL-Kommunikationsgerät. Dann waren Sie es. Ja. Wir können getrost davon ausgehen, dass... Oh, Skype for Business Call. Er nutzt ja da hinten noch Skype for Business. Ich kann's nicht fassen. Also der Mars? Was? Dort sind Sie, wie es aussieht, schon seit 13 Jahren. Sie sind näher an uns dran, als wir je dachten. Alles okay? Ich kann mir kaum vorstellen, wie schwer es sein muss, das noch... Schon gut, schon gut. Dann ist Mission Opera endlich gerechtfertigt. Ja. Mission Opera? Seit wir Sarah und Kathy vom Mond geholt haben, arbeiten wir an einem Krisenplan. Für den Fall, dass wir Outward finden sollten. Bei Mission Lestia fanden wir Hinweise darauf, dass die drei Arten, mit denen Outward vom Mond flog, nicht nur zum Transport dienten. Unseren Informationen zufolge können die drei Arten eine Triade bilden. Eine sich vollends selbst versorgende Siedlung. Aber warum dann? Warum jetzt? Ist es ein Notrufsignal oder eine Einladung? Völlig egal. Mission Opera hat nur ein einziges Ziel. Die Archen und ihre revolutionäre Technologie zurückbringen. Wir sollten das Signal analysieren. Vielleicht bekommen wir die Verschlüsselung raus. Wir arbeiten aktuell daran. Ich kann uns hinten gleich Zugriff aufs Terminal geben. Macht euch
Ja, aber wenn die da jetzt die ganze Zeit auf dem Marsch schon sind und da eine Kolonie gestartet haben, macht es doch irgendwie gar keinen Sinn, das wieder herzubringen. Hat es doch eher Sinn, auf dem Mars irgendwie was Neues aufzubauen. Perfekt, Ella. Jetzt bleib dort. Was ihr jetzt gleich hört, verlässt nie diesen Raum. Ist das klar? Ja, schon passiert. Ella? Was machst du? Oh. Mondfehler. Ich muss die aktuelle Sachlage niemandem schönreden. Die Atmosphäre hier wird mit erschreckendem Tempo zunehmend schlechter. Die Luna-MPT-Schüssel hilft zwar etwas dabei, den Energieaufwand zu vermindern, doch Energie ist gerade unsere geringste Sorge. Diese CO2-Werte steigen ständig an und töten dabei viele Pflanzen und Tiere. Jeden Tag. Die Wahrheit ist, dass unsere Heimat so unbewohnbar wird. Wie jeder andere Planet da draußen. Wir brauchen Arch. Sofort. Claire, du führst die Bergungsmission an. Wähl ein Team und hol die Archen zurück. Du hast ein paar Monate. Wir können nicht viel länger warten. Ich verstehe. Ich will zuerst Ryan und Sarah hier ins Team aufnehmen. Beide sind Experten auf ihren Fachgebieten und mir persönlich wichtig. Ich vertraue ihnen zutiefst. Dann wäre noch eine Stelle offen. Ja. Hey. Hi. Das mag idiotisch klingen. Warum fragen wir nicht Kathy? Was? 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 Sie war weit vor den anderen Absolventen im Programm. Du meinst, die einzige Klasse Astronauten der letzten 10 Jahre? Trotzdem hat sie so gut wie jede Aufgabe gemeistert. Manchmal mit mehr Punkten als ich. Auch wenn du sie nicht dabei haben willst. Bessere MPT-Ingenieure gibt's kaum. Wir brauchen ihr Wissen. Außerdem, und ich würde nie zugeben, dass ich das gesagt habe, ist Kathy die talentierteste Ingenieurin, die die WSA hat. Außer euch zwei. Und natürlich mir. Wir erwägen das jetzt aber nicht im Ernst, oder? Sie hat keinerlei Vorerfahrung. Sie gefährdet dann nur die Mission. Sarah hat recht. Kathy sollte nicht mit ins Team. Da sind zu viele Störfaktoren. Hey, hey. Das war ja klar. Ernsthaft? Bitte, Claire, ich will ein Teil davon sein. Hast du gelauscht? Ja, das tut mir leid, aber Claire, du weißt, ich habe mich der WSA bewiesen. 2 Diplome gleichzeitig, Hauptfach Streamtech und Bestnoten im Astronautentraining, wie Ryan sagt. Nett von dir, das zu sagen, Kumpel. Klar. Und du brauchst mein MPT-Wissen. Bitte, Claire, wenn du bei mir bist, dann schaffe ich das ganz bestimmt. Wir schaffen das. Außerdem gibt es außer mir nur... Wie viel? 3 Astronauten mit Training? Also... Du solltest sie aufnehmen, Claire. Was? 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 Klasse. Sie ist eine der qualifiziertesten Personen bei der WSA. Aber natürlich hast du das letzte Wort. Es wird ein super Spaß, wenn wir da gleich als Gruppe zum Mars fliegen. Okay, Kathy. Obwohl Ryans letztes Argument ziemlich lachhaft war. Ja. Autsch. Glaube ich, dass du alles Nötige für den Erfolg der Mission tun wirst. Oder, Kat? Klar doch. Ich würde gerne über die Einzelheiten der Mission reden. Mit Claire, Sarah und Ryan. Kannst du das aushalten, ohne uns diesmal zu belauschen? Oh, da ich ja jetzt... Kathy. Ja. Ja. Klar doch. Okay, also ihr Vater ist jetzt wohl noch am Leben, vermutlich. Und wir wollen ihm jetzt die Archen wegnehmen, sofern sie denn überhaupt noch funktionieren. Aber ich halte das für einen ganz blöden Plan.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.